Hallo ihr Lieben, hier ist Katharina von Papier von mir aus Hannover. Ich bin unabhängige Stamping-Up-Demonstratorin und bei mir geht es eigentlich immer um Stempel von Stamping-Up. Das ist hier der Katalog. Heute bin ich aber mal wieder mit einem anderen Thema unterwegs und zwar mit Klötzchen vom Klötzchenmann. Vielleicht habt ihr das schon gehört, seit Anfang des Jahres gibt es den Klötzchenmann und bei dem Klötzchenmann kann man Klötzchen bestellen. Und ich zeige euch die mal, das sind die Klötzchen, um die es geht. Ihr findet unter dem Hashtag Klötzchenfieber ganz, ganz viele Ideen, sowohl bei Instagram als auch bei Facebook. Der Klötzchenmann hat auch eine Facebook-Gruppe. Als auch überhaupt im ganzen wilden Internet findet ihr unter Klötzchenfieber ganz tolle Ideen. Und ich möchte hier einmal ein Einführungsvideo zu den Klötzchen drehen. Ja, der Klötzchenmann, den gibt es halt, wie gesagt, seit Anfang des Jahres. Er hatte Musterpakete für Parkett online gestellt, zum Verkauf angeboten und hat sich gewundert, warum denn so viele Frauen seine Musterpakete bestellen. Und dann hat er irgendwann mal eine Frau angeschrieben und hat gefragt, sagen Sie mal, was machen die ganzen Frauen eigentlich mit diesen Klötzchen? Und die hat dann gesagt, wir basteln damit. Und daraus ist dann quasi der Klötzchenmann entstanden. Und hier könnt ihr mal sehen, was er ursprünglich verkauft hat. Das sind hier diese Muster oder das kennt ihr ja, dieses Stäbchenparkett. Das ist ja immer so, so versetzt und das ist auf einem Netz aufgebracht. So, da hat es gerade geklingelt an der Tür. Ja, die Klötzchen sind auf so einem Netz angebracht. Es gibt zwei Versionen beim Klötzchenmann zu bestellen. Einmal halt Klötzchen auf einem Netz und Klötzchen zusammengeklebt sind. Das seht ihr hier. Und genau, die zwei Arten hat er. Bei den Klötzchen auf dem Netz, das ist eigentlich ganz einfach. Da macht ihr sie ab und dann, die gehen auch ziemlich leicht ab. Und dann kann man sie verwenden. Ich tue sie mal wieder beiseite. Ein bisschen sauber machen. Ja, und bei diesen Klötzchen auf dem Netz ist fast kein, seht ihr das? Mal gucken. Ist eigentlich fast gar nichts zu sehen. Wenn ihr die Klötzchen habt, die mit Kleber zusammen sind, da seht ihr das ein bisschen hier in der Mitte. Das muss man noch entfernen oder hier bei den dunklen sieht man das noch ein bisschen mehr. Diese Stelle hier, die, damit das schön ist, schleife ich hier einmal mit so einer Schleifmaus drüber. Ihr könnt das auch per Hand machen. Aber ja, wie gesagt, man kann das dann einfach abschleifen und dann sind die Klötzchen so zum Verwenden. Und die Klötzchen gibt es in verschiedenen Größen einmal. Also diese Größe, das ist 22 mal 8 mm mal 160 mm. Das ist die Standardgröße. Also damit wird am meisten gebastelt. Dann hat er noch nicht 22 mm, sondern 16 mm im Programm. Und das sind 10 mm. Da habt ihr so einmal den Größenvergleich. Die Länge ist bei denen überall gleich. Das ist übrigens Eiche. Und dann gibt es noch Klötzchen, die sind ein bisschen dicker und länger. Also da seht ihr, die sind ein bisschen tiefer. Und da gibt es ganz verschiedene Größen und auch Längen. Meistens 250 mm, das sind hier sogar 289, das hat er aber nicht mehr im Programm hier. Habe ich geguckt, aber ich zeige euch mal hier. Diese hier, das ist Mehrbau.
Und diese Größe ist eigentlich so das, was er 250 mm, und das ist die Größe, die jetzt eigentlich dabei ist, überall. Genau. Und wir haben hier einmal, um auch die Farben euch zu zeigen, das ist Meerbau, das ist Kirsche, das ist wie gesagt Eiche und das hier ist Wenge. Das findet ihr unter den Hölzchen, die auf einem Netz sind. Genau, und das sind halt alles, die zusammengeklebten sind. Und ja, so seht ihr mal, dass es auch unterschiedliche Farben gibt. Und dieses Dunkle hier, das, ich glaube, Thermoeiche oder Thermoesche war das. Das hat, sehe ich jetzt gerade nicht mehr auf seiner Internetseite, aber müsst ihr mal gucken, was euch am besten gefällt. So, mir gefällt eigentlich hier dieses Eiche am besten. Vor allen Dingen, weil er da halt die meisten Größen von hat. So, und jetzt zeige ich euch noch, wie man diese Klötzchen verarbeitet. Und zwar mit einem total simplen Projekt, einem Bilder- oder Postkartenständer. Ihr braucht also für diese Projekte grundsätzlich diese Hölzchen, dann irgendwas zum Abschleifen von den Kleberesten und einen Holzleim. Und zwar diesen hier. Den gibt es in zwei verschiedenen Größen. Ich habe den hier in 550 Gramm. Das ist ziemlich unhandlich, aber ich kaufe immer größere Mengen, weil das vom Preis-Leistungs-Verhältnis einfach am besten ist. So, und jetzt kriege ich den hier nicht auf. So, das war der Vorführeffekt. Man soll ja diese Flaschen eigentlich immer hinlegen. Es läuft schon. Ich nehme ja mal meinen Schmierzettel. Also man soll die Flaschen ja mal so hinlegen, damit die Spitze oder ja, die Kappe oder der Kleber halt das nicht vorne verstopft. Ich habe aber gemerkt, dass wenn ich die Flasche hinlege, die lag jetzt nämlich auch gerade, dass es einfach so doll raussprudelt, dass ich da keine Chance mehr habe, da schön wenig rauszukriegen. Und deshalb steht die bei mir immer, und zumindest wenn ich damit arbeite. Und jetzt hatte ich sie, glaube ich, die ganze Zeit stehen, und dann ist es natürlich oben verklebt. Das war ein bisschen doof. So, ich habe hier die zwei kleineren Größen. Also das ist hier die Größe, die eigentlich alle benutzen. Ich habe, die könnt ihr auch benutzen für dieses Projekt. Aber wir benutzen jetzt hier nur die kleineren Größen. Und wir kleben uns jetzt hier dieses kleine einmal auf das mittelgroße drauf. So, jetzt macht da einfach Kleber drauf. Dann draufsetzen. Es gibt auch noch welche, die machen das wirklich zwischen zwei Klammern. Und damit da Druck drauf kommt. Ich habe es noch nie gemacht. Bei mir hält es trotzdem alles. Überschüssiges könnt ihr einfach wegwischen. Vielleicht auch nachher nochmal schleifen, wenn euch das irgendwie stört, wie es da aussieht. So. Und genau, wenn es eine gerade Kante ergeben soll, dann setze ich mir die immer so zusammen, dass die gerade Kante hier auf dem Tisch liegt. Und dann setze ich mir die hier noch zusammen, mache wieder auf dem kleineren Kleber. So. Und jetzt soll das nämlich dann so nachher zusammengeklebt werden. Ihr seht schon, da ist wenig Platz zum Kleben gleich. Ich zeige euch das mal so. Also so soll das zusammengesetzt werden. Also kleben wir nur wirklich auf dieser kleinen Stelle da. Und die Sache, die ihr dazwischen
klemmen wollt. Also eine Postkarte, die gibt es ja auch in verschiedenen Dicken. Die solltet ihr jetzt einfach beim Reinmachen. Na, der Flyer ist sehr dünn. Ich habe hier so eine Karte. Die möchte ich, dass die dazwischen dann hält. Und dann mache ich hier Kleber drauf. Wichtig ist, dass hier kein Kleber drauf ist, weil hier kommt ja nachher oder ist ja die Karte. Und dann setzt ihr das so zusammen, schiebt euch das so zusammen, dass es hält und lasst es trocknen. Aber am besten ohne Karte da drin. Zumindest, also wenn ihr eine Postkarte habt, so eine einzelne hier, dann geht das besser mit dem drin lassen. Weil wenn ich hier die Postkarte oder diese Klappkarte, die hat ja ein bisschen Druck, die drückt das aus, würde das auseinanderdrücken. Deshalb lassen wir das mal so trocknen. Und jetzt kann man 5 Minuten warten. Und dann ist das schon angetrocknet und bereit. Also das ist eine super schnelle, tolle, kreative, kreative Sache. Und was man noch alles damit machen kann, wie gesagt, könnt ihr unter dem Hashtag Klötzchenfieber oder Klötzchenmann finden. Auf meinem Instagram-Profil Papier von mir habe ich auch schon ein paar Ideen. Ein Serviettenhäuschen oder man kann auch Bilderrahmen, Laternen. Und als nächstes mache ich ein Video über einen iPad-Halter mit den größeren Stäbchen, also mit den größeren hier. Und ja, abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auf jeden Fall die nächsten Videos nicht. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!